Eine Analfissur ist ein kleiner Riss in der Haut am Anus. Zumeist entsteht sie durch zu festen Stuhlgang bei Patienten, die zu Verstopfungen neigen. Die Verletzung an sich ist gar nicht so groß, aber es ist sehr schmerzhaft, weil die Haut am Anus sehr gut mit Nerven versorgt ist. Und deshalb ist das für die Patienten häufig ein Grund, zum Arzt und zum Proktologen zu kommen. Letztendlich lässt sich das meist durch konservative Maßnahmen relativ gut in den Griff kriegen und diese Fissuren heilen ab, sodass die Patienten letztendlich ohne eine Operation klarkommen. Der Chirurg ist eher bei chronischen Fissuren gefragt, wenn diese kleinen Risse nicht richtig abheilen wollen. Aber das zeigt sich meist erst nach 6 bis 8 Wochen. Und in der Regel haben wir bis dahin das Problem in den Griff bekommen.